Die Gesundheit unserer Zähne ist eng verwurzelt mit unserer allgemeinen Gesundheit. Mittlerweile ist bekannt, dass zum Beispiel Entzündungen im Kiefer sowie Metalle in den Zähnen alle möglichen Krankheiten verursachen können. Wusstest du, dass Zahnbeschwerden jeglicher Art jedoch auch Hinweise auf Disbalancen auf allen Seinsebenen, Körper, Geist und Seele geben können? In dem Interviewausschnitt aus dem Frauengesundheitskongress mit Anne Lippold und Dr. Karin Bender-Gonsa hören beide der Sprache der Zähne ganz genau zu. Sie haben dir nämlich viel zu erzählen. Die Moderatorin Anne Lippold ist Zyklusexpertin und Autorin. Dr. Karin Bender-Gonsa ist seit 1992 holistische Zahnärztin und will jedem Menschen in die Lage versetzen, die eigene Zahngesundheit auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele zu stärken und zu beeinflussen. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß beim Interview. Ich finde es total faszinierend, dass du sagst, du kannst es an den Zähnen ablesen. Was verändert sich denn an den Zähnen in der Art, dass du daran was ablesen kannst? Ja, das ist ganz spannend. Das werde ich ganz oft gefragt. Das Problem ist, dass wir Zähne meistens aus einer Perspektive betrachten, nämlich so, wie wir es gelernt haben, auch in dieser Gesellschaft. Zähne sind zum Beißen da, zum Kauen da, aber sie sind eigentlich, also wenn wir alle mal ganz ehrlich in uns selber hineinfühlen, sind die Zähne uns sehr, liegen die uns am Herzen oder sind die eher sowas wie, ja, irgendwann verliert man sie sowieso, das ist auch nicht so ein lebenswichtiger Teil von mir. Wenn es ums Herz geht oder um andere Organe, wirkt viel bedrohlicher. Ja. Aber aus meiner heutigen Sichtweise ist es tatsächlich so, dass die Zähne ein so wichtiger Teil an unserem und in unserem Körper sind und nicht nur anorganisches Material, ja, das nicht wichtig ist, sondern ganz im Gegenteil. Da, wo wir fast nie hingucken, da liegen oft die Wahrheiten versteckt. Mhm. Und so erlebe ich heute wirklich die Weisheit der Zähne. Und wenn du darauf ansprichst, wie liest man da was ab? Dazu muss man sich mit den verschiedenen Ebenen auseinandersetzen. Also auch zum Beispiel, es gibt einen wundervollen Kollegen von mir, der in den 80er Jahren die Psychodontie entwickelt hat. Es gibt aber auch andere Kollegen und Kolleginnen, die über die Zusammenhänge von Zähnen mit den Meridianen und deren Informationen, da gibt es nämlich auch ganz viel zu lernen. Meridiane verbinden nicht nur Zähne mit anderen Organen und Strukturen, sondern Meridiane stehen auch für emotionale Ebenen. Und wenn man dieses ganze Wissen miteinander kombiniert, dann kommt eben so etwas raus, wie ich kann etwas daraus herauslesen. Mhm. Und ich habe mir die Mühe gemacht, tatsächlich diese Sprache, ich nenne es die Sprache der Zähne, mal wirklich aufzuschlüsseln und mehr oder weniger einen Sprachlehrgang in Buchformat zu bringen, damit jeder die Sprache der eigenen Zähne auch lernen oder. Also ich gehe davon aus, dass wir das alles irgendwo ganz tief drin in unserem Unterbewusstsein alles wissen, aber wir müssen nur daran erinnert werden. Und das macht das Buch. Und dann kann man es wie ein Nachschlagewerk auch verwenden, wenn man irgendwo Symptome hat oder die Kinder Symptome haben. Oft sind es die Mütter, die dann danach gucken besonders. Dann kann man da schon wertvolle Informationen bekommen und weiß, aha, da ist vielleicht im Moment des Entstehens des Symptoms gerade zu diesem Zeitpunkt noch ein darunter liegendes Thema, das wir erkennen sollen. Und das Leichteste ist es, über die Zähne zu präsentieren, weil die Zähne werden täglich gesehen, sie werden auch täglich benutzt. Und wenn da irgendetwas aus der Balance kommt, das merken wir. Ja, entweder fühlen wir uns hässlich, weil die Zähne so dominant etwas zeigen nach außen. Ja, die schreien dann schon regelrecht, schau mich doch mal an und schau nicht weg oder versuch nicht zu kaschieren. Oder es tut so weh, dass wir uns diesem Schmerz, den können wir gar nicht mehr entweichen. Aber es ist nicht eine Art von Strafe, weil man eben etwas falsch gemacht hat, sondern es ist eher ein Weckruf.
Guck doch mal bitte hin. Wenn du das tust, dann kannst du die Heilung auf der körperlichen Ebene unterstützen. Und es geht auch hier nicht um dieses Entweder-Oder, was ich oft erlebe. Ja, das ist dann heißt, es geht jetzt nur noch alternativ oder nur schulmedizinisch oder nur spirituell. Ja, sondern es geht wirklich darum, dass wir alle drei Ebenen miteinander verknüpfen und nicht eine ausschließen, sondern sagen, wir müssen die individuelle Rezeptur für den individuellen Moment dieses Patienten finden. Und manchmal ist es mehr Reparaturarbeit, manchmal ist es wirklich nur geistig-emotionale Harmonisierung. Ja, es geht immer um Energien auch, die wir da in Einklang miteinander bringen. Und dann springt das körperliche System mit rein. Ja, also ich denke, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man tief durchatmet, dass man so eine Form von innerer Ruhe erzeugen kann. Und wenn man eine innere Ruhe hat oder wenn der sogenannte parasympathische Modus aktiviert ist, dann können Regenerationsprozesse auf körperlicher Ebene stattfinden. Sind wir im Stress? Klappt's nicht, weil der Stress schaltet den Schalter aus für die Regeneration. Das heißt, daran merkt man schon, wie dicht diese Ebenen miteinander verwoben sind. Aber wir lernen immer nur, naja, wenn die Zähne nicht in Ordnung sind, wenn die Probleme haben, dann ist es schlechte Mundhygiene, ja. Shame on you. Oh, du hast wieder die Zähne nicht richtig geputzt, ja. Und dann fühlt man sich als Patient oft auch so, na, nicht besonders gesehen, ja, in seiner Not. Ja. Oder es heißt, das ist durch Bakterien verursacht, ja. Da gibt es auch ganz interessante Studien inzwischen, dass die Bakterien bei einem Patienten Karies oder Parodontitis auslösen, beim anderen vielleicht oder beim anderen nicht. Mhm. Und dass man eben die Aussage, diese Bakterien machen die und die Erkrankung, eben auch nicht so pauschal nutzen kann, sondern man muss immer gucken, was ist denn in diesem System aus der Balance. Und das könnte zum Beispiel auch mal der Darm sein. Ja? Mhm. Dahin zu schauen und das zu erkennen, das macht dann Freude. Ja? Mhm. Und das bekommt dann eine ganz andere Dimension von Möglichkeiten auch, die man hat, wenn man Zahnbeschwerden hat. Aller Art. Karies, Parodontitis, freiliegende Zahnhälse, schiefe Zähne auch, Kiefergelenksbeschwerden, all das kann man aus der Sichtweise betrachten. Ja, das ist super spannend und vor allem lächle ich so viel, weil ich ganz viel davon auch, was die Zyklusgesundheit angeht, mit meinen Frauen bespreche. Und das ist verrückt oder nicht verrückt, das ist eigentlich wunderschön, in wie vielen Arten der Körper sich ausdrücken kann. Und das ist so schade, dass wir auf ganz vielen Ebenen verlernt haben, unserem Körper zuzuhören, dass er dann am Ende meistens mit dem Wink, mit dem Zaunfall kommen muss, nämlich Regelschmerzen so schlimm, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann oder Zahnschmerzen so schlimm, dass ich wirklich nur noch zum Arzt gehen kann. Ja, oder eben so schlimm, dass man sich selbst mal rausnimmt aus dem Stress. Das ist ja auch, also in jedem Symptom liegt auch immer ein Gewinn. Ja, das hört sich vielleicht jetzt merkwürdig an, aber es ist tatsächlich so, der Körper, wenn wir nicht auf unseren Körper hören, wenn wir ständig über die Grenzen gehen, wenn wir das ständig wegdrücken, wenn wir Symptome haben und sagen, nee, ich muss ja funktionieren, ich schmeiß mir jetzt mal eine Tablette rein, schubs es weg, guck es mir nicht an. Der Körper zeigt es einem irgendwann, weil er einen, er will, dass wir überleben. So, das heißt, bis zu einer gewissen Grenze funktioniert dieses Wegschubsen und dann wird aber der Weckruf so alarmierend, dass wir entweder kraftlos umkippen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, oh Gott, jetzt ganz schlimm, sondern es bedeutet auch, mein Körper lässt mich jetzt mal wirklich, der lässt nicht mehr zu, dass ich entscheide, ob ich mir Ruhe gönne oder nicht. Das heißt, er sorgt für uns gut. Ja. Und wir haben verlernt in unserer Gesellschaft auch den Gewinn darin zu sehen, sondern es ist immer alles ganz schlimm und wir gehen dann sofort in diesen Stress, der das Symptom natürlich dann noch schlimmer, also die Spirale geht noch tiefer rein, anstatt man wirklich zulässt, einmal ins Bett legen, so wie früher das vielleicht noch unsere
Vorfahren gemacht haben, ja, bei Fieber ins Bett, 2 Tage fiebern und Wadenwickel und dann, ja, wird man auch gesund und man muss nicht immer sofort mit der Chemiekeule dagegen angehen. Ja. Wobei ich nicht sagen will, dass die Chemiekeule nicht auch in Situationen wichtig sein kann. Ja, also man muss da wirklich die perfekte individuelle Dosis einfach finden von allen Ebenen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Was würdest du denn sagen, oder andersrum, ist denn jetzt diese klassische Art und Weise, wie ich meine Zähne pflegen soll, früh und abends nach dem Essen Zähneputzen mit Zahnpasta, am besten mit Fluorid, ist das jetzt falsch, wenn ich diesen ganzen Hintergrundwissen weiß? Oder was ist jetzt die perfekte Zahnpflege? Also generell ist es aus meiner Perspektive, also es ist meine Perspektive und ich weiß, dass auch viele Kollegen da eine andere Perspektive drauf haben. Ja, aber meine Perspektive und mein Ansinnen ist, wenn ich das Menschsein holistisch betrachte, dass wir auch zusammen mit der Natur im Einklang leben. Und meine Erkenntnis aus meinem Leben, aus meiner Arbeit ist, dass wenn wir uns dem öffnen, dass ganz viel Potenzial in dem Natürlichen liegt und dass unser Körper per se auch so konstruiert ist, dass er ja Millionen von Jahren sozusagen nicht ausgestorben ist. Und wenn wir schauen, dass was heute als die einzig wahre Zahnpflege artikuliert wird, dann ist es nicht sehr alt. Das ist vielleicht 150, 200 Jahre maximal alt, dass man darauf so geblickt hat, wie man heute drauf blickt. Die Frage, die sich einem dann stellt, ist ja, wie konnte die Menschheit überleben und Zähne behalten, wenn das doch alles so falsch ist? Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Besuche unseren Kanal, hier findest du viele weitere informative Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasse auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen über die Gesundheitsthemen, die dich als Frau bewegen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.